Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von dem guten alten Ghost Recon Wildlands. Und wir machen diese Mission hier oben. Und wer sich wundert, die wolltest du doch nicht aufnehmen. Ja, ich habe mich umentschieden, dass es nicht so ist, dass man den Typen verfolgen muss, sondern Wanzen platzieren muss. Ohne entdeckt zu werden, das heißt. Mal sehen, wie weit wir das schaffen. Sagen, der hier kommt weg. Der hier kommt weg und der hier kommt weg. Nein, der hier. So. Mal sehen. Jetzt müsste doch eigentlich gesehen werden. Perfekt. Geschlagen? Ja? Aber. Der hat mich doch nicht entdeckt. Verarscht oder was? Also es darf noch nicht mal Verdacht wir dürfen noch nicht mal verdächtigt werden. Es darf kein Verdacht erweckt werden. So hätten die das beschreiben sollen. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Nämlich. Wo starten wir? Oh. Schön, dass wir an der Klippe starten, wo wir nicht hochkommen. Angespielt, obwohl hier würde es höchstwahrscheinlich gehen. Okay, jetzt wissen wir aber, wir dürfen gar nicht entdeckt werden. Noch nicht mal hier Dingen. Also ich muss das Ganze noch mehr taktisch planen. Oh Gott, sag jetzt bitte nicht, dass ich jetzt. Hier komme ich hoch. Bei manchen Punkten sieht es aus, als ob man da hochklettern kann. Aber bei manchen kann man nicht hochklettern. Aber sagen, wenn man hier nicht hochklettern kann, dann wäre ich aber mies gelaunt. Hier geht's. Jawohl. Aber ich muss trotzdem noch weit zu Fuß gehen. Aber, ja, was heißt weit? Nicht so viel. Trotzdem hat mein Ghost, glaube ich, die maximale Ausdauer. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Hey, Sicario mit Maschinenpistole. Neben dem Gebäudeeingang. Drohne fliegt. Ich habe die Aufklärung. Rebellen, ich sehe ein zweites Ziel. Bowman, wir sind vor Ort. Hat Cassita Selfa vielleicht irgendwelche besonderen Merkmale? Nichts Eindeutiges. Sie haben doch bestimmt Abhörgeräte im Gepäck. Versuchen Sie es da, wo viele VIPs rumhängen. Vielleicht verrät uns einer, wo sich der Assistent rumtreibt. Ich melde mich, wenn wir was hören. Denken Sie dran, die Wanzen sind zwecklos, wenn man sie sehen kann. Bereit, auf deinen Befehl. Außer Sicht bleiben. Wanzen setzen und weg. Wie Schatten in der Nacht. Wie, sie wurden entdeckt. Von wem wurde ich denn bitte schon entdeckt? Jetzt ohne Witz. Ich hatte niemand gesehen. Niemand. Es wurde nicht mal Verdacht geschöpft. Ich hätte es doch extra gemacht, dass das niemand sieht. Der eine, der hat sich auch nicht bewegt, den ich gerade eben erschossen habe. Ich habe keine Ahnung, wie die. Oder darf man noch nicht mal den Simultanschuss benutzen? Und ich bin wieder unten. Und ich sehe gerade, hier wäre ein normaler Weg gewesen. Aber sowas verstehe ich auch nicht. Wieso schreibt das Ubisoft nicht dahin, wenn wir den Simultanschuss nicht benutzen? Davor dürfen wir noch nicht mehr jemanden erschießen. Steht einfach nur, wir müssen das machen, ohne entdeckt zu werden. Ich wurde jetzt gerade eben nicht entdeckt. Obwohl doch, was hätte sein können. Wenn man den Simultanschuss benutzt, dann ist das ja manchmal so, dass die Leute für eine Millisekunde noch was sehen. Quasi, die sehen, wie der Typ neben ihm weggesniped wird und dann werden die selber weggesniped. Es kann natürlich sein, dass es jetzt so ist, dass der eine das bemerkt hat, wie sein Kumpel weggesniped wurde und dann er selber weggesniped wurde, dass das trotzdem gezählt hat, quasi als komplett entdeckt. Und da habe ich kein Freischussfeld. Bowman, wir sind vor Ort. Hat Cassita Selfa vielleicht irgendwelche besonderen Merkmale? Nichts Eindeutiges. Sie haben doch bestimmt Abhörgeräte im Gepäck. Versuchen Sie es da, wo viele VIPs rumhängen. Vielleicht verrät uns einer, wo sich der Assistent rumtreibt. Ich melde mich, wenn wir was hören. Denken Sie dran, die Wanzen sind zwecklos, wenn man sie sehen kann. Außer Sicht bleiben. Okay. Wanzen setzen und weg. Wie Schatten in der Nacht. Zielen genau auf sich, die kann ich nicht wegholen. So. Ich muss warten, bis die beiden sich trennen. Da hinten sieht das, glaube ich, nicht. Da ist auch noch einer. Kann ich die alle gleichzeitig ausschalten? Ja, das ist gut. Ich meine, wie soll ich das hier machen? Ich meine, die sehen sich genau an. Und wie man hier sieht, es gibt, obwohl, hier gibt es noch einen Eingang. Das ist vermutlich so gedacht, dass man es so schafft. Runter, die werden dich sehen. Dann mache ich so. Dann ist er ja alleine.
Wenn sie sich jetzt doch bewegen, dann bin ich aber mies gelaunt. Ja, auch wenn ich nicht weiß, wieso jemand vorne so ein gesichertes Tor hat und dann so einen Eingang. Ich habe mich bewegt. Schöpft Verdacht, aber weiß noch nicht, dass wir da sind. Wird jetzt höchstwahrscheinlich nachsehen. In dem Fall warte ich hier und schießen über den Haufen. Leg mich hin, damit ich weniger verziehe. Oh, er hat sich wieder beruhigt. Bitte sehe keinen. Und dann was nicht bemerkt, okay. Die beiden hier sind getrennt, das heißt, die kann ich mit simultan wegholen. Hab die Ziele bereit zum Angriff. Ziel erfasst. Ziel markiert. Tango getötet. Okay, dann lag daran, dass das auch gezählt hat, wie gerade eben. Hier unterm Bett ist eine Wanze. Punkt, den wir einsammeln können. Das nächste ist alles in dem Gebäude hier. Na, Vase. Ja, und als letztes hinter dem Bild anscheinend. Wanzen platziert. Sie sollten genug Schmutz für Baumann aufzeichnen, um Casitas Helfer aufzuspüren. Machen wir die Biege und verpissen uns von hier. So, ich muss den Bereich unentdeckt verlassen. Toll, das heißt, einen Skillpunkt kann ich mir vermutlich jetzt nicht holen. Ich werde kein Risiko eingehen, wenn ich dafür die Mission verlieren kann. Ich habe mir das Gebiet gerade gemerkt, wie es ausgesehen hat. Die würden mich da, denke ich, entdecken. Sind zwar dumm, die beiden am Eingang, die musste ich jetzt leben lassen, weil die sonst gesagt hätten, Alarm, da ist jemand, den müssen wir abknallen. Weil ansonsten schießen wir auch so gut wie jedes Mal alle um oder zusammen oder was auch immer. Und da macht es keinen Unterschied. Vielen Dank. Verschwenden Sie keine Zeit. Erledigen Sie ihn und fertig. Alles klar. Nomad Ende. So. Es gehört alles noch zur Mission. Wie weit ist er denn weg? Oh, 3 Kilometer. Egal. So. Wenn wir schnell mit der Karre, dann machen wir es in dem Part noch. Dann wende ich auch wieder. Part. Auf jeden Fall, was ich in einem der letzten Parts sagen wollte. Ich will ein neues Let's Play anfangen, mit dem hier währenddessen. So quasi, wenn das hier fast zu Ende ist, fange ich mit dem neuen an und lade dann immer einen Tag mal das hoch, einen Tag mal das. Abwechselnd also. Und zwar will ich Borderlands Let's Playen, Teil 2 und The Pre-Sequel. Vorausgesetzt, es kommt an, aber die müssten eigentlich gut ankommen. Das sind zwei super Spiele. Ich werde sie auch beide Let's Playen, aber die Frage ist, ob ich jetzt die hintereinander Let's Player oder ob ich die gleichzeitig immer abwechselnd oder mit noch einem Zusatz Let's Player. Ja, ich muss mir eben sehen, was ich mir noch vornehme. Und Mass Effect Andromeda, das will ich ja nicht Let's Playen, weil es zu lange dauern würde, denke ich. Deswegen würde ich sagen, geil, die Antenne vorne bewegt sich, wenn man schnell fährt, geht sie nach hinten. So leicht, seht ihr, die ist jetzt so gebogen. Es ist Detail. Auf jeden Fall werde ich dann sehen, wie gut die letzten Plays die und alles ankommt. Wenn es schlecht ankommt, werde ich jeden zweiten, also quasi immer abwechselnd, einmal Borderlands, einmal irgendein anderes machen und so. Dann werde ich noch Mass Effect, wollte ich ja nicht aufnehmen, dann werde ich aber, ich denke, vielleicht den Online-Modus Let's Playen und mindestens. Warte, den knallen wir ab. Feuer frei, Feuer! Und mindestens werde ich dann zwei, denke ich, der Pro-Noob-Spiels vermachen. Irgendwie knapp. Da schießt noch so lange drauf, wie ihr könnt. So, das war's. Er lebt aber noch. Baumann, wir sind in der Provinz Tabakal. Was hatten Sie für uns?
Tabacal war mal ein wichtiger Kaffeeproduzent. Aber vor ein paar Jahren hat Santa Blanca die Kaffeebauern gezwungen, Cocaleros zu werden. Und nur noch für das Kartell anzubauen. Wer ist unser Ziel? Ein Kartellboss namens Madre Cuca. Die Cocaleros haben furchtbare Angst vor ihr. Sehen Sie sich das Video an, das ich geschickt habe, und Sie verstehen, warum. Sie führt Tabacal wie ihr eigenes Mini-Kartell. Produktion von Coca-Blättern, Vertrieb mit Trucks und Zügen, sowie genug Aufpasser, um die Cocaleros bei der Stange zu halten und die Konvois zu sichern. Alles gnadenlos effizient. Ich stehe mit einer kleinen Rebellengruppe in Kontakt. Sie wollen uns helfen, wenn wir unsere guten Absichten zeigen. Was schlagen Sie vor? Gewinnen Sie Ihr Vertrauen. Erstens, ein alter Cocalero namens Chavez hat versucht, die Bauern gegen das Kartell zu vereinen. Er soll in der landwirtschaftlichen Kooperative eine Rede vor den Cocaleros halten. Kontaktieren und schützen Sie ihn. Was noch? Zweitens bezieht das Kartell sein Coca in dieser Provinz von einer einzigen Farm. Überfallen Sie deren Leute, wenn Sie es abholen. Das ist ein Signal an die Cocaleros und stört Madre Cucas Produktion. So, Video haben wir auch noch. Das werden wir dann später machen, würde ich sagen. Oh, hat sich die Frau gut. Ich weiß, wir werden das aber erst später machen. Wird dann wohl, die gehört sicher zur Produktion. Das werde ich ja höchstwahrscheinlich nicht im Let's Play machen. Außer im Let's Play kommt noch gut an, aber naja. Werd mal sehen. Ich denke, nach der Story höre ich auf. Ja, schade finde ich. Ich kriege ja an sich mit den Videos halbwegs gut auf und so. Ist auch nicht mega gut. Verhältnis zu anderen nimmt man auch recht wenig, aber für meine Verhältnisse eben echt in Ordnung. Aber ich kriege die Dingens extrem wenig. Hier, wie heißt es? Moment mal. Sind Sie den Assistenten? Ist er in einem anderen Gebiet? Nein. Hier ist noch eine Waffe. Nice. Auf jeden Fall ist das für meine Verhältnisse recht gut. Aber ich werde trotzdem das, denke ich, nicht so lange machen. Außerdem kriege ich für meine Verhältnisse recht wenig Likes. Ich kriege ja meistens so ein bis maximal zwei Likes. Obwohl, vor einem kurzen Video hatte ich tatsächlich vier. Für meine Verhältnisse recht gut. Auf jeden Fall. Tango ist markiert. Bin bereit. Ist das so, dass ich gerne mehr Likes hätte? Ich gebe mir ja recht viel Mühe für die Videos, aber leider liken das nicht so oft welche. Finde ich irgendwie schade, nämlich Aufrufe habe ich ja genug, aber Likes eben nicht. Und ich mache ja kein, ich bin ja nicht so ein YouTuber, der nur auf Aufrufe geht. Nämlich Aufrufe sind mir an sich ja gut, nicht egal, aber trotzdem recht wichtig. Ziel gesichtet. Ein paar. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hey, die sind jetzt nicht mehr beim Assistenten, die habe ich das aber weggelockt. Obwohl, der will abhauen. Eliminiert. Die ISA hat einen Anruf abgefangen. Carcita ist zurück in Aquamerde. Gute Arbeit. Er schmeißt jetzt jeden Abend eine Party. Er versucht, die Leute zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Wo ist die Party? Bei ihm. Ich denke, sie sollten die Party crashen und sich die Gästeliste holen. Genau das hatte ich vor. Nomad Ende. Feuer eröffnen. Ich knall die mal hier alle weg kurz. Nämlich dann kann ich mir noch die Waffe, die in diesem Gebiet hier ist, holen. Das ist ja recht praktisch, eine Waffe. Cool. Ist einer. Und weg. Die rotzen einfach alles weg, das finde ich so geil. Die treffen ja im Verhältnis zu manchen Spielern echt gut, muss man ja mal sagen. Das haben sie gut hingekriegt. Ausrüstung nehmen. Werde ich zwar höchstwahrscheinlich niemals anlegen, aber ich kann es ja trotzdem mal von außen her zeigen. Wo ist denn die schöne? Hier ist es. Ich wollte es nicht ausrüsten, nein. Ich wollte es nur zeigen. Ja, interessant schon, die Waffe. Aber ich will meinen Vektor jetzt gerne zurückhaben. Spiel, wo ist mein Vektor? Hier. Ich glaube, es war nur eine Waffe noch ein bisschen interessanter als mein Vektor, und zwar die hier. Aber die ist unpräziser. Die würde ich dann vielleicht auf kürzere Distanz nehmen und alles. Das muss ich mir mal ansehen, was ich da alles mache. Opro, ich sehe da gerade, dass an meiner Vektor noch irgendwas zu machen ist.
Oder es war einfach nur ein falsch, was da stand. Keine Ahnung. Naja, dann behalte ich es eben so, wie es ist. So, würde ich sagen, im nächsten Parto begeben wir uns auf diese hübsche Insel hier. Holen uns hier die die Medaille, das ist ein Orden, das sind gar keine Fähigkeitspunkte. Und dann holen wir uns den netten Heini. Und ja, ich denke, wir müssen ihn aber entführen, nämlich das finden sie und nicht töten sie. Müssen wir mal schauen. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Habe ich ja gerade ein bisschen drüber geredet. Über Likes und so. Auf jeden Fall, habt Spaß noch mit dem restlichen Tag. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.